Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Goodiebox und zwar in meine ganz normale, reguläre Monatsbox, die ich ganz selber im Abo habe. Und wenn du Bock drauf hast, in diese Happy Me Time Goodiebox reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe sie selber im Abo, zahl da 19,95 pro Box und pro Monat für, plus diesen Energiezuschlag von 1,63. Und wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin, die einen Warenwert von mindestens 70 Euro haben, davon mindestens 2 in Full-Size-Größe oder in Full-Size, nicht doppelt-moppelt hier. Und ich stelle euch auch immer die Goodiebox Welcome-Box vor. Kann ich euch im E-Mail gerne verlinken, was in meiner dieses Mal drin war. Und wenn ihr die nämlich neu abonniert, bekommt ihr auch eine Goodiebox Welcome-Box und nicht die normale Abo-Box. Das muss man einfach wissen. Und und den Inhalt, den ich dann da euch zeige, den kriegt ihr auch nur über den Link, den ich euch sowohl in diese Infobox packe, als auch in der Infobox drin habe, die sich unter dem Video befindet, was ihr da sehen könnt. Wow. Okay, ja, wunderschön. Also so ein mega cooles Limonen-gelb-grünes Design. Großartig. Also als hätte ich das gewusst. Wusste ich nicht tatsächlich. Ich habe mich heute auch sehr gelb-grün angezogen. Und ich habe mir jetzt auf dem Handy auch mal direkt aufgemacht. Man kann nämlich tatsächlich, wenn man angemeldet ist bei Goodiebox, dieses Heftchen online mittlerweile lesen und hat dann auch quasi so ein Vorwort und so. Und das finde ich immer sehr schön. Also das brauche ich auch. Das ist dieses gemütliche dänische Flair, was einfach diese Box mit zu uns bringt. Ne? Wir haben hier oft Marken drin, die wir so gar nicht kennen. Klar, wenn man länger bei der Goodiebox mit dabei ist, dann kennt man die Marken nach und nach. Aber es sind halt Marken, die jetzt nicht so super bekannt sind, die man nicht mal eben so im Douglas oder so bekommt. Ne? Mittlerweile kommen sie immer mehr auch nach Deutschland, aber man kennt sie eigentlich nicht so gut. Okay, Labarababa, wow. The Happy Me Time Box. Im Februar feiern wir einen wichtigen Meilenstein, unseren 12. Geburtstag. Das ist wirklich schon lang, muss ich sagen. Und blicken auf die unglaubliche Reise zurück, die wir mit euch, unseren geschätzten Mitgliedern, geteilt haben. Bei Goodiebox geht es vor allem darum, dir Zeit zum Entspannen und Auftanken zu geben, mitzuerleben, wie ihr euch eure wohlverdiente Auszeit nehmt, ist das wertvollste Geburtstagsgeschenk, das wir je erhalten haben. Das ist schon süß, ne? Für diese außergewöhnliche Geburtstagsbox ziehen wir alle Register, um mit fantastischen Produkten zu feiern, die dich verwöhnen, erfreuen und mit Liebe und Wertschätzung überschütten. Diese Box ist dir gewidmet. Wir danken dir von ganzem Herzen. Das hört sich auf jeden Fall bombastisch an. Da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern die uns da überschütten möchten. Vielleicht sind es halt einfach richtig krasse Produkte. Wir schauen einfach mal rein. Wir haben immer dieses Schubladendesign und es war ein Reim. Ich habe auch ein Gedichtband rausgebracht, Vergangene Verse. Schau gerne in der Infobox vorbei. Ist im Pelletier Verlag erschienen und ich bin da sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz drüber. Denn da hat mein 16- bis 18-jähriges Ich damals sehr kreativ die Gedichte geschrieben und mein 34-jähriges Ich hat sich quasi nochmal doppelt so lange Zeit gelassen, um diese Gedichte dann auch in ein Buch zu bringen. Ist auch schön, ne? Nun, hier haben wir dann einmal auf jeden Fall die Schubladenbox und daraus kann man sich halt auch wirklich toll, seht ihr nicht, habe ich nicht im Bild, aber halt so Regalsysteme bauen, weil die sind sehr stabil, das ist echt cool, kann ich wirklich empfehlen. Das sind nicht so flatterige Boxen oder so, das ist wirklich sehr, sehr cool. Ich habe das Seidenpapier mal weggemacht, das raschelt immer ein bisschen und so schauen dann die Produkte aus. Ich meine, dass ich in meinem Video, wo ich ja auch die ganzen Boxen im Vergleich euch dargestellt habe, kann ich euch auch gerne mal im i verlinken, da auch herausgefunden habe, dass wir bei dieser Box hauptsächlich Pflege drin haben und ein Produkt davon ist dekorative Kosmetik im Durchschnitt. Und hier nehme ich dann auch mal einfach locker flockig das Produkt raus, was sich hier um dekorative Kosmetik handelt. Nee, Pass Minerals, also Pass kennen wir ja als zum Beispiel die Haarbürsten. Ist das das? Ich weiß es nicht. Illuminating Mineral Foundation. Das ist so mutig, denn das ist 202W Natural. Das ist mir bestimmt zu dunkel, ich weiß nicht. Also das ist schade. Ich hatte jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm, dass man sich eine Nuance aussuchen konnte. Ich weiß nicht. Falls man ein Beauty-Profil erstellen konnte, habe ich sicherlich angegeben, dass ich sehr, sehr hell bin. Das hier sieht schon sehr warm, sehr gelb aus. Ne? Also ich weiß nicht, ob das was probiert. Es ist Glas hier unten.
Und wir haben hier 4 Gramm drin. Also ich werde mir definitiv vorher Swatches anschauen müssen, Leute, weil ansonsten, ne, ist es halt echt schade, weil das wird sicherlich auch kein günstiges Produkt sein, denke ich mal, wenn es halt auch von der Verpackung her so ist, ne. Illuminating hört sich natürlich total großartig an. Powder Foundation ist immer eine schwierige Sache bei mir, weil ich ja ein trockener Hauttyp bin. Da muss man halt wirklich eine richtig geile Foundation greifen und auch einen krassen Primer drunter machen, sodass das überhaupt auf meiner Haut funktionieren kann. Da müssen wir einfach mal gucken, inwiefern wir da zu Rande kommen. Ich schaue mir da erstmal ein paar Swatch-Bilder und so weiter an oder Tragebilder. Da findet man ja Gott sei Dank im Internet einiges. Ja, dann habe ich hier als nächstes Produkt auch etwas drin, was jetzt nicht ganz so nach meinem Geschmack ist, denn das ist mit Kokos. Brauche ich jetzt nicht so unbedingt in meinen Haaren, nee. Von Lee Stafford Coco Loco mit Agave Volumizing Mousse. 200 Milliliter, also das ist halt ja ein Volumen-Mousse, was persönlich, also per se positiv ist, ne? Wirklich klasse. Kann man für Partys oder so dann ganz gut verwenden. Viele verwenden ja auch so Volumenschaum im normalen Alltag und so. Ich jetzt so gar nicht. Das ist meine Frisur, die ich jeden Tag trage. Entweder offen oder im Zopf, ne? Ist jetzt nicht so abwechslungsreich bei mir. Ja, aber so Volumenprodukte, da bin ich irgendwie auch einfach so ein bisschen zu faul für und finde das einfach vom Gefühl her nicht so geil, wenn ich nicht durch meine Haare so ganz normal durchgehen kann, sondern wenn die halt so griffig sind, was viele halt so toll finden, das feiere ich jetzt in meinen Haaren nicht ganz so. Nee, also da habe ich die lieber so flatterig, ne? Ja, also von daher auch leider nicht unbedingt so das Produkt, wo ich sage, Mensch, da merke ich so richtig, dass hier die Party abgeht. Von Flannerie habe ich jetzt hier was drin. Da habe ich Water Lily PHA, ein Pore Refining Exfoliator. Das ist ein geiles Produkt, Leute. 45 Milliliter. Also zum einen ist es ganz gut, dass wir das jetzt halt mit drin haben, wobei ich persönlich chemische Peelings immer nur von Oktober bis Ostern verwende. Und Ostern ist ja gar nicht mehr so Ewigkeiten lange hin, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt öffnen würde, würde ich es nicht bis Ostern leer kriegen, weil ich PHA, also chemische Peelings, und das ist die mildeste Form von einem chemischen Peeling, nur 2-mal die Woche verwende. Ich verlinke euch hier auch gerne mal ein Video zu chemischen Peelings. Ich habe schon so viel erzählt in meinem Leben hier. Und in meinem Leben vor allem. Da sowieso, aber auch hier auf YouTube, ne? Genau, also PHA, richtig geil. Habe ich auch gerne in Anwendung. Verwende ich aktuell sogar als Double Peeling oder wie auch immer. Ich habe, also hier mache ich aktuell BHA. Und so ab hier verwende ich PHA, ne? Aktuell die von Dalton in Anwendung. Da kommt auch bald ein Code. Seid gespannt, Leute. Naja, auf jeden Fall finde ich das gut, dass es mit drin ist, weil das eine gute Einstiegsgeschichte ist und die Leute sich dann wahrscheinlich damit die Haut nicht unbedingt verbrennen werden. Dann habe ich von Respire hier noch was mit drin. Oder Respire, ist ja eine französische Marke. Savon sur Gras Extra Gentle Soap, Main et Corps. Also für Hände und Gesicht, Körper. Das ist halt ein festes Produkt. Für die Hände ja, definitiv, kann ich mir sehr gut vorstellen, kann dafür auch gerne verwendet werden. Für den Körper kann man machen, ist für mich jetzt aber nicht so dieses Feeling, was ich gerne unter der Dusche hätte, aber wir werden zukünftig uns auch mehr darauf einstellen müssen, der Umwelt zuliebe, vielleicht, dass da das ein oder andere sich ändert. 25 Gramm, Mensch, das habe ich endlich gefunden, dass man da halt gegebenenfalls einfach auf, ich sag mal, Komfort in Anführungsstrichen verzichtet und dafür halt einfach ja, ein bisschen mehr auf die Umwelt achtet, sagte sie und hat hier ständig irgendwie Plastikmüll und hast du nicht gesehen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, das riecht halt ganz normal nach so einer Seife, wo auch irgendwie was mit, weiß ich nicht, Shea-Butter, Arganöl oder sowas mit dabei ist. Mandel haben wir mit dabei, Kamelin und Leinenöl. Auch interessant. Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine Seife, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. So sind die Haare, das Gesicht, die dekorative Kosmetikreihe und der Körper entsprechend schon erfreut. Und dann gehen wir jetzt mal weiter zu einem Tool und das finde ich immer cool. Denn hier haben wir von Zarco Beauty by Oli. Das ist auch wirklich eine hochwertige Marke, ne? Ein Flat Cut Powder Brush, der natürlich super zu dem Puder von Pass passt. Oh, den Pinsel finde ich toll, Leute. Den finde ich richtig toll. Damit kannst du nämlich sowohl eine Puder-Foundation richtig schön in die Haut einpressen, weil das halt auch so ein Kabuki-Feeling hat, ne? Weil das halt auch so kurz und so fest ist, aber halt trotzdem noch flexibel. Du kannst damit aber auch ganz normale Foundations oder so Contour einarbeiten. Ein paar Haare lässt dir, das hast du meistens am Anfang, wenn die halt relativ frisch aus der Produktion sind, ne? Also hier zum Beispiel, wenn ich hier mit so einem Contour-Stick auftrage oder Cream Blush, ist der auch richtig gut geeignet. Also der wird in Anwendung genommen und wird dann auch sehr wahrscheinlich in meinem Full-Face-Beauty-Boxen
zu finden sein. Ob das bei der Puder Foundation der Fall sein wird, wage ich jetzt ehrlich gesagt einfach mal zu bezweifeln, weil ich meine, dass sie mir zu dunkel sein wird. Und jetzt haben wir bis auf das Produkt von Respiré, würde ich sagen, auch ausschließlich Originalgrößen. Und das macht die Box halt wirklich aus. Das ist jetzt die Box gewesen. Ich persönlich fühle mich jetzt nicht ganz so abgeholt, dass es jetzt irgendwie so ein Birthday-Feeling für mich geben würde, weil hier auch nicht so die für mich passenden Produkte drin sind, ne, sowohl farblich als auch dufttechnisch oder auch von dem Produkt an und für sich her. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier einen Wawawum-Wert haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war's hier von mir gewesen. Schreibt gerne eure Meinung zu der Box in die Kommentare und ob ihr auch den gleichen Inhalt drin hattet wie ich. Ich habe jetzt online keine Alternativprodukte gesehen. Ja, da können wir uns gerne mal austauschen und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.